Oh, jetzt fangen wir mal zu rülpsen hier. Und Eisen haben wir auch Ei, genug. ei, ei. Aber auch schon gepupst. Ey, ich pupse ja wenigstens nicht. Ich hab mir was meinen Rülpser gerade unterdrückt, weil ich gerade Tee getrunken habe während der Aufnahme. Kitty Foy. Jetzt schmunzelt der auch noch über seinen Furz. Typisch Mann. Nee, eher über die Aussage, wie die so trocken rüberkam. Hi und herzlich willkommen zu Tomb Raider mit dem Spucke, der mal wieder dazwischen quatscht. Blöd, Mann! Entschuldigung, ich war gerade so frustriert, dass du dich einfach den Rücken mir zudrehst. Ich guck gerade in eine Kamera, ich kann nicht an, sonst sieht es so doof aus. Wenn ich mich umdrehe, dann gucke ich so, und das ist auch blöd. dann lieber so, dann sieht mich ja auch wenigstens. Deswegen, sag lieber guten Tag hier. Guten Tag. Quatschtante. So, warte, ich starte mal den Timer, ne, damit wir das wenigstens einmal in 10 Folgen pünktlich machen. Genau. Warte, ich stelle mal wieder auf Ego-Perspektive. Super, Doppelklick gemacht. So, wir sind ja immer noch dabei, unseren Aussichtsturm zu bauen. Uns fehlen eigentlich jetzt Endstäbe, ne? Wieder vor ihm. Ja. Was also Endstäbe habe ich, 7 habe ich. Na, weißt du noch, wo du die letzte Mal bei Sky Party gekauft hast? Ja, ne? In diesem komischen Shop. Warte mal, Warp Sky Party? Wir machen mal kurz Werbung für den. Genau. Ich blende ihn nicht ein. Ihr könnt gerne auch bei Warp Sandy Mad mal vorbeischauen, also bei unserem. Wir haben zwar noch nicht so viel. Was ist so ein Bug? ES Level 100 sollte nicht gelöscht werden. Da ist eine Insel gelöscht werden. Gelöscht worden, die schon Level 100 hatte, angeblich. Wow. Ich wollte eh mal unser ES Level aktualisieren. Ja, wir hatten eben 996, jetzt macht das nicht aktualisieren, sonst müssen wir nämlich gleich ein Special machen. Ja, ein 1000-Level-Special, natürlich, weil ich ja auch ein 1000-Level-Special mache. Mich hat jetzt mal einer gefragt, ob er im 600-Abonnenten-Special erwähnt wird. Er hat gesagt, ich mach erst bei 1000 mein erstes Special, weil ich finde, dann lohnt sich das erst. Wisst ihr, ich bin nicht so in 100, 200, 500, das lohnt sich noch nicht. Ja. Erstens ist es... Ich weiß nicht, da weiß ich nicht, was ich erzählen soll. Ich bin ja erst seit ein paar Monaten dabei. Also seit 9 Monaten circa. Ich weiß auch nicht, warum man dann jemanden erwähnen soll, weil eigentlich soll es in dem Special um dich gehen. Natürlich danke an die Abonnenten und so, aber es ist ja dein Special, es ist ja für dich, nicht für irgendwelche Leute. Ja, aber die wollen ja halt deinen erwähnt werden. Ist doch jetzt egal, darum geht's doch gar nicht, Mann! Nee, hey, ich meine jetzt. Doof, Mann. Mal nebenbei. Trotzdem geht's nicht darum. Sondern um darum überhaupt ein Special schon zu machen so früh, finde ich doof. Also, oder, warte, ich finde das immer so lächerlich. 50 Abonnenten-Special, 100 Abonnenten-Special, 150! Boah, ich krieg deinen Orgasmus, ey. Meine Fresse. Letztes Mal hat er gemacht, das erste Abonnenten-Special mit einem Abonnenten. Nein. Das war cool, aber ich glaube, das war Sarkasmus, das war richtig cool. Der hat wahrscheinlich noch einen Zweitkanal, weil das macht nur einer, der schon Erfahrung hat. Ja. Oh, warte mal, du musst gucken von oben. Ich würde es nämlich so ein bisschen rund machen, wisst ihr? Mhm. Dass das nicht ganz so aussieht wie da unten. Ups, so. Ja, ich sehe deinen Schnee an der unten rumflattern. Mach doch 666 Abonnenten-Special. Nein, mach ich auch nicht. Obwohl, das klingt schon wieder, dann mache ich einen Horror. Ja, das ist nicht cool. Ich glaube, dann mache ich ein Horrorspiel als Special. Das wäre doch eine Idee. Ja, brauchst du ja nur mich. Aber das ist Schwachsinn, weil 666 bleibst du ganz. Also, so, wahrscheinlich habe ich am selben Tag schon wieder den 667. Klar. Also. Aber meistens, wenn du sowas machst, hast du dann sowieso wieder 2-3 Abonnenten. Deswegen, ja. Dann ist totaler Schwachsinn. 5 Tage später dich wieder deabonnieren, weil du sie nicht abonniert hast. Du irritierst mich mit deinen Rumi-Flatter da. Guck gerade, irgendwas ist hier falsch, oder? Guck du mal von oben. Nein. Guck, ja. Ach, da drüben ist noch nicht ganz richtig. Ja, hier ist fehlt noch eine rein. Die Seite hier. Oder? Ja, genau. Genau das. Ey, das können wir später auch mit Dings verbinden, mit unserer Achterbahn. Aber wie, weiß ich noch nicht. Dann machen wir hier so wieder hoch, wisst ihr, weil da landest du ja unten. Und dann geht's hier wieder hoch, wisst ihr? Und dann könnte man über an der Plattform vorbei oder irgendwie so. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Und dann hier die Treppe runter. Oh. Das wäre doch geil, oder? Auf jeden Fall. Dann müssen wir hier wieder hoch. So brennende Ringe würde ich gerne noch in die Luft machen, dass man da durchfliegt, wenn man hier im Freiflug ist irgendwie. Nee, da fliegt ja kaum jemand hier frei, du doof. Das wäre unfair den Leuten gegenüber, die keine Ringe haben.
Und dann können auch nicht fliegen. Nee, ich meine hier so brennende Ringe. Ja. Luft, wo man. Wozu? Nee, mit der Lore durchfliegt. Kannst ja eh nicht durchfliegen, Mann. Wieso nicht? Wie willst du fliegen? Hast du Flügel mit der Lore? Die fliegt doch hier. Wir haben doch hier einen Freiabflug von der Lore. Ja, aber dann halt, geht doch nicht. Dann prallst du doch dagegen. Und wie willst du brennende Ringe machen? Kannst du zaubern? Der Spooky säuft schon wieder. Lass mal lieber doch das Bier weg. Ne? Nimm mal den Eistee. Nein, das ist doch doof. Nur in der Luft. Dann prallt das nachher nur ab und dann haben wir unsere Landeposition nicht mehr da unten. Alter, das geht nicht. Ein bisschen größer auslegen, die Ringe. Nein, das sieht doch scheiße aus. Das ist wie bei Motocross, ja, der Ghost Rider. Der wie hätte er gewesen? Du sollst nicht saufen. Evil Knievel. Er heißt aber nicht der Ghost Rider. Das ist, nee, Evil Knievel ist der Stuntman gewesen. Oder ist er? Ja, genau. Der Sohn macht das ja, glaube ich, jetzt. Ja, beim Ghost Rider war es eine Anspielung darauf am Anfang. Die waren ja auch so Stuntfahrer. Nein, das ist aber doof. Das können wir dann später noch irgendwann mal überlegen. Aber jetzt überlege ich gerade, wie wir es mit dem Turm hier verbinden. So, dass wir dann hier die Mitte ungefähr, dass die Lore dann da reinplumpst und dann oder runterfährt, die Treppen runterfährt, weißt du? Ja, oder so, ne? So, hier, gib dir jetzt erstmal Holz, damit du Stufen machen kannst. Aber nicht alles in Stufen umwandeln, ja? Oder mach du mal alles und die andere Hälfte machen wir in Blöcke. Okay. A, B. Und was merken gerade noch, obwohl es schon ewig her ist. Oh, meine Fresse. Hilfe! So, ich überleg grad. Dann können wir, glaube ich, doch beide Seiten später einen Eingang machen. Jetzt machen wir erstmal nur hier. Lass mal denn hier auf der Seite hier. Nee, doch nicht. Lass mal nichts runterplumpsen. Auf der Seite, wo die Zuckerstangen ist, bitte, warte mal. 4 Stufen runterplumpsen, also 4 Treppen. Also Stairs. Denk dran, du sollst Stairs machen, ne? Ja. Klar. Mach hinne! Wo ist die Seite, wo die Zuckerstange? Hier, lass mal 4 runterfallen, bitte. Hallo. Ich sehe deine Schlüpfer von hier unten und dein Nasenloch. Nein, ich fange dich nicht auf, du sollst mir was runterschmeißen. Danke. Wird ja auch mal Zeit jetzt. Stampfattacke. Haha, hat nicht geklappt. Doch, ich bin dir auf den Kopf gelandet. Gar nicht, da war ich schon längst weg. Ich habe sogar noch den Staub auf dem Boden gesehen. So, warte, ich will hier nämlich Stufen hinmachen. So. Können wir hier nämlich in Ruhe ausmessen jetzt? Weil wir müssen, glaube ich, immer. Was war das denn gerade? Ach, du hast gerade wieder abgebaut, wa? Ja. Dann mach mal eine hier hin, aber erstmal hier. Doch nicht da oben. Wo ist die jetzt schon wieder hin? Da. Na, hier unten reicht doch erstmal. Achso. Die leuchten doch total. Ich will doch erstmal. Du meinst, es ist die Treppe von Gestachte, die außen rum geht? Nee, das. Als Wendel. Raus. Das wäre dafür zu groß, oder? Willst du die außen rum? Das ist doch doof, oder? Weiß nicht. Weil dann können wir keine Fenster ranbauen, ist auch scheiße. Ich würde es hier so in der Mitte haben, ja, eigentlich nur. Ja, warte mal, ich überlege gerade. Ja, mit den Fenstern hatte ich nämlich Probleme. Ich hab's außen rum gemacht. Gib mir mal bitte Stufen. Bedingt. Quatsch, Tante! Gib mir mal bitte Stairs. Ich überlege gerade und dann weißt du ja ungefähr, wie ich es mir denke. Ich muss was überlegen, wo wir anfangen. Das soll ja auch wirklich wie eine Wendeltreppe sein. Ein bisschen hier trotzdem anfangen, dass denn hier später die Dings rausfahren kann, ne? Die doppelten Loren. Warte mal, wie breit... Doppelte Loren. So, die können ja da runterfahren, ne? Am Stair, oder? Oh, das ist jetzt... Das wäre jetzt eine interessante Frage. Danke. Weißt du, wo welche sind Schienen? Außer im Shop? Wo haben wir die gebunkert? Na, gute Frage. Wenn ich baue doch welche. Wir haben noch Sticks da irgendwo. Und Eisen war so. Oh, jetzt fangen wir gerade zu rülpsen hier. Und Eisen haben wir auch genug. Ja. Ich habe auch schon gepupst. Ich pupse ja wenigstens nicht. Ich habe mir was meinen Rülpser gerade unterdrückt, weil ich gerade Tee getrunken habe während der Aufnahme. Kitty Boy. Jetzt schmunzelt der auch noch über seinen Furz. Typisch Mann. Nee, eher über die Aussage, wie diese trocken rüberkam. Ich überleg grad bloß, wie wir die Wendeltreppe hier hoch machen jetzt. Boah, ich hab Schied direkt hinbekommen. Wow, du Held. Gut, ey. Mach mal das am dümmsten. Ups. Hallo. Den Tag müssen wir doch anders machen. Nee, geht nicht. Scheiße. Können wir doch mit dem Block machen, wa?
Aber das ging noch irgendwie, dass man. Ich glaube, ganz weg, ne, die Stufe. Warte mal. Ja, ich habe jetzt meine Axt nicht da. Doch, habe ich. Ja, wenn du am Block runtergehst, dann. Von, also, Höhenunterschied. Mach mal jetzt. So. Bibi. Ja. Und jetzt hier unten noch lang? Weg. Bis zur Tür am besten hier. Nee, beide. Das sollen zwei reich werden. Das sollen zwei Dinger werden. Was machst du denn da? Ja. Verbindet sich nicht so. Müsste aber eigentlich. Ich hab's letztes Mal auch. Dann, wie sie will. Nee, warte mal. Machen wir nochmal. Du hast nämlich. Genau, und jetzt machen wir daneben noch eine. Das ist scheiße. Also, die verbindet sich jetzt mit der. Ist so. Da meinte ich. Geht aber. Ja, toll. Machen wir jetzt hier noch? Die verbinden sich nicht mehr. Dann mach die nochmal weg. Ups. Boah, das ist dann voll. Nee, nicht die! Nein, ist nicht. Gib doch mal her, ich werd sonst wahnsinnig. Gib mir mal bitte ein paar. Das ist eigentlich nicht komplex. Das hier auch nicht, eigentlich. Weil normalerweise verbinden die sich hier unten nämlich auch nicht. Wir haben ja oben auch mehrspurig. Wirklich? Ja. Und hier geht's ja dann noch runter. Natürlich haben wir oben auch zweispurig. Ihr habt zum Teil. Doch, Stufen mal. Ne, hier unten aber, ne? Ne, irgendwo habe ich das letzte Mal gesehen, zweispurig. Ja, dann mach eine Spur, dann reicht eine. Dann ist das nicht so kompliziert. Aber es geht auch, also so ist nicht. Ja. Muss eigentlich dann nur von zuerst eine Spur und fertig machen und dann die nächste oder halt quasi immer eins. Warte, dann müssen wir beide. Auch hier mittig. Ne, weißt du, wie wir es hier machen? Immer was machen wir es wie oben. Dass wir unten auch drei Dings und mittig ist dann die Spur. Dann gebe ich dir die mal wieder, denn okay. Das Schienen. Ja, bin schön. Dann machst du das hier wieder alles weg. Dankeschön. Ja. Oh, das war gerade die falsche. Die müssen ja eh alle weg. Weil hier eine Mitte kommt. Ja, hier ist die Mitte. Ja. Muss man was gucken, das hier noch. Oh ja, die Mitte, oder? Hier das. Oh Mann! Ich guck lieber nicht hin. Ich hab mal ein paar Treppen aufgebaut. Im Endeffekt also, sind wir ja doch hier am Rand, denn wir sind immer mal doch außen ran. Das ist doof, weil wir die Fenster ja eigentlich dahin machen wollen. Ja. Die Schwebmann macht sich besser dabei. Warte, der kommt nämlich weg da, der Klops. Ja, das ergibt sich dann automatisch, dass du an den Rand kommst. Das ist doof. Das, was ich gemeint habe. Aber das ist ja, wenn ich die aber ich will die Achterbahn darin haben und dann mache ich die Fenster halt jetzt hier so, weißt du? Müsste trotzdem irgendwie klappen. Ja, es wird irgendwo gibt's ja immer. Durch dieses Prinzip wirst du ja immer irgendwo eine freie Fläche haben. Da kannst du eben nicht über den ganzen Turm symmetrisch die Fenster verteilen. Guck, hier ist zum Beispiel eine Reihe frei. Ja, das meinte ich nämlich. So, ich gehe da noch ein paar Schienen machen, oder? Oder ja, mach mal ganz. Sticks sind überall noch verteilt, überall. Ja. Also, ne, mach keine Craft. Ich hab gerade nur zum Testen gemacht, deswegen. Achso, Sticks? Ne, Sticks haben wir überall. Deswegen. Ja, ich muss gerade, wie wir hier jetzt. Das nämlich. Da müssten wir das eigentlich auch schiefer, also schräger machen können, ne? Höher. Mach ich jetzt einfach mal. Mal ein paar Sticks aus meiner Kramkiste los. Na, sind ja überall verteilt, welche. Du kannst ja überall welche rausholen, weil. Eisen haben wir ja auch hier noch. Jetzt bräuchten wir hier bloß noch ein bisschen mehr Licht. Am besten wäre jetzt schon Fenster. Ich glaube, die machen wir jetzt doch vorher. Weiß nicht. Ja, war auch eine Überlegung wert. Na, dann sind. Ja, dann ist das halt so. Dann, wir machen ja eh Glas dann noch zwischen. Dann gucke ich mal von außen. Da sollen spezielle Fenster werden. Bin ich mal gespannt, was du da. Na, einfach was du überlegt hast. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht den ganzen Turm mit meiner Schere abreiße, weil das ja Effizienz 5 hat oder so. Oder 4? 4. Ne, 5 sogar. Warte mal, das waren 8, ne? Machen wir so.
Ja, da geht's schon ab, da kann man schon abrissen. Kannst du ja keine besonderen Fenster machen, dann müsste ich so richtig breit machen, das wäre auch blöd. Oder warte mal doch. In die Air. Ich muss die Wolle wieder zum Teil einsammeln hier. Boah, mein Schnee irritiert mich wie Sau. Was? Will ich gar nicht wissen. Ich muss jetzt ausmessen, wie viel Reihen wir noch haben. 1, 2, 3, 4, 5. Ey, der Schnee sieht immer aus, als würde ich was ab und deswegen. Oh, was ist denn hier los? Was denn? Hab ich gemacht? Oder was meinst du? Ich hab gerade irgendwie ein Rauschen im Ohr. Ach nee, ich hab gezählt. Und du hast mein Mikro im Ohr gehabt wahrscheinlich. Ach so. Jetzt hab ich mich verzählt, danke. Jetzt darfst du zählen gehen, ich zähl nicht nochmal. Zähl mal bitte von hier oben ab, nach oben, wie viele Reihen das sind. Von hier, von den grünen? Von den blauen natürlich, Mann. Ah, okay. Dann kann ich hier unten schon mal noch ein Fenster machen, am besten hier noch eins. Weil ich will, dass jetzt so ein paar verteilt werden. So. 26. 26, gut. Das ist unter die Kante, der ist zu dem grünen unter. Ja, nur die Reihen solltest du zählen. Du sollst nicht oben mitzählen. Ja, genau. So, hier kommt nämlich dann. Ach nee, hier ist scheiße, weil hier haben wir nämlich schon die Stufen. Auch noch was nicht. Hast du noch blaue Wolle? Ja, was ist. Wieso brauchst du jetzt blaue Wolle? Hier fehlt noch die links. Die eine Seite hast du auch noch nicht. Ach, die überstehende, ja. Genau. Ach, scheiße. Ja, komm mal runter hier. Ich kann sie nicht nach oben werfen. Macht sich ein bisschen scheiße. Ich bin hinter dir gewesen. Danke. Ups, das Spiel. Warte, was macht man denn? Ich muss schnell hierher kommen. Oh, auch mal. Ich habe auch nicht so viel. Ich habe nur 2 Stacks. Oh, nee, nicht mal. Vom Abbau. Ich muss die eine Reihe hier nochmal tiefer machen. Wo die Schienen schon drauf liegen. Ich muss nochmal eins tiefer. Ah. Okay, mach mal. Mach doch. Mach doch! Mach ich jetzt auch. Hilft mir ja nicht. Doch, gleich. Das muss eben mal nochmal tiefer, weil sonst ist er direkt im Fenster drin und da kommt die Scheibe hin. Erstmal deine doch Fehler hier ausbügeln. Meine Fehler? Du kriegst gleich mal aufs Maul. Jetzt Spaß. Also, ja. Wenn du mir nicht hilfst und du nicht mitdenken kannst. So, jetzt mache ich erstmal hier. Mach ich doch jetzt nachbrechen. Na super. 2, 3. 3, so. So. Ach, wird das ein schönes Teil. Ja, doof ist jetzt, ist wieder vorm Fenster. Wir nehmen dann Blöcke für das Fenster. Sonst sieht es scheiße aus. Wir nehmen dann Blöcke. Okay. Genau, fängt jetzt hier unten an, da rings hoch. Genau. In der Mitte. Genau. Oder wir lassen an dieser Seite das Fenster weg, oder? Nein, ich will es ja ringsrum haben. Ach so. Und da muss man halt sich so passend machen, wie man es will, ne? Also man muss ja nicht immer gleich, ne, lassen wir es weg. Wie Spooky halt immer. Dann lassen wir es halt weg. Nee, das ist ja auch passend machen. Nee, nicht wirklich. Ist das eben nicht. Das ist aufgeben. Ja. So, warte, ich mach mal die letzten Schienen mir noch. Hier will ich mich noch höher. Hier müssten jetzt nämlich 3 Dinger wieder sein. Machen nämlich erstmal innen fertig, bevor wir die Fenster machen. Ja, die Folge ist auch schon fast zu Ende. Der Spooky wieder so rumgetrödelt hat. Ey. Viel haben wir jetzt nicht gesehen, auch viel nicht erzählt, weil gerade doof. Keine Lust. Ja, geht doch. Wir hatten doch ein paar Themen gehabt. Echt, ja, warten. Deine Füße, deine Fürze.
Was noch? Mario Party. Nee, das war der letzte Folge schon. Ich wollte gerade sagen, das ist schon eine Weile her. Oh mein Alter. Hier wollte ich eigentlich. Das ist auch nicht. Guck mal, hier wollte ich eigentlich wieder hoch. Ja. Eigentlich schon hier. Mach mal die eine Dings da bitte weg. Ja. Nee, die eigentlich nicht. Ja, ich hab's. Boah, ist so dumm, wie ich seh nix. Was? Was hast du für eine Bildschirmeinstellung? Ey, das ist ein bisschen. Jetzt geht's besser. Ich muss sie ein bisschen beugen. Doof Laptop immer. Ui. No, was, warum war denn der Klotz da oben noch? Lass mal nicht weg, nichts weg machen jetzt mehr. Wenn du jetzt noch was wegmachst, breche ich dir die Knochen. Kannst du mal wissen. Ich wollte nur den Klotz wegmachen. Die mache ich weg. So, jetzt habe ich nämlich mich versetzt. Obwohl, den brauchen wir ja gleich. Die wurden erfolgreich versetzt in die vierte Klasse. In die erste bei dir. Erfolgreich versetzt in die erste Klasse. Was habe ich denn jetzt gemacht? Warte mal. Setz mal bitte noch nicht die Schiene, das macht mich total irre. Nee, genau. Nochmal zwei weggeholt. Mach die Fenster irgendwie schon weiter. Du hast ja gesagt 26. Dann lässt du drei Reihen frei und machst den nächste Fenster, keine Ahnung, oder vier? Warte mal, 26. Wenn jetzt hier das nächste Fenster. Wäre zu weit weg. Wo haben wir, bei welcher Farbe haben wir da unten? Grün haben wir angefangen. Dann machst du ab hier die Fenster wieder. Also drei Reihen lässt zu. Ja. Mach das lieber von außen, damit das auch so aussieht. Warte, soll ich dir meine Schere geben oder geht's mit deiner? Geht mit meiner. Ich hab Effizienz 3 drauf. Ja, aber beim Schweben. Ja, gut. Und wie ein Kreuz, denkt man. 3 hoch, ne? Ja. Genau. Na, 3 plus hoch. Na, brauchst du aber so Kreuz weitermachen. Siehst du ja, wie viele Blöcke, dann siehst du ja dann. No, und schön die Wolle einsammeln, die ist hart erfarbend, ja? So, zeig sie mal jedem. Wir müssen eh gleich die Folge beenden, machen wir das in der nächsten Folge weiter. Hier, ich mich nämlich total vertan jetzt mit dem blöden Holz. Dumme, blöde Holz. Blöde. Schön die Ressourcen einsammeln. Ach so, hier geht's ja eh jetzt rum. Ach scheiße, hier ist eine Kante. Das ist jetzt doof. Puck. An deine Füße sehen. Du sollst mir nicht auf die Füße starren. Nichts dafür, dass die so leuchten. Jetzt wird scheiße. Warte mal, testen. Wärst du vorher durch den Kohleofen marschiert oder so? Ah, doch, geht. Ich hab dich jetzt mal ganz dezent ignoriert, weil jetzt haben wir die Mitte sonst nicht mehr gehabt, fast. Nur Mitte. Beantworter erfunden. Spooky. Da steht denn Tüü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